Ja, herzlich willkommen im Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz. Schön, dass Sie Ihre Mittagspause mit uns hier an diesem wunderschönen Sommertag in Schloss Pillnitz verbringen. Das Kunstgewerbemuseum ist hier an zwei Standorten, einmal im Bergpalais und einmal im Wasserpalais, in dem wir uns jetzt heute befinden, zu Hause. Wir haben seit 4. Mai wieder geöffnet, allerdings nur das Bergpalais, und wir nutzen die Gelegenheit, heute in dieser Mittagspause Ihnen unsere Sonderausstellung vorzustellen über die Designerin Christa Petrov-Bohne, Schönheit der Form. Eine Ausstellung, die wir an und für sich mit dem mit der Saisoneröffnung 2020 schon präsentieren wollten, aber eben aufgrund der aktuellen Corona-Lage mussten wir sowohl Saisonstart wie eben auch die Eröffnung dieser Ausstellung verschieben und mussten damit die Ausstellung, auch den Aufbau dafür ruhend legen. Das heißt, Sie sehen jetzt eigentlich noch einen Vorgeschmack. Die Eröffnung beginnt am 27. Juni und ist dann für die Öffentlichkeit zugänglich. Und wir sehen und können Ihnen dadurch aber auch so ein bisschen Hintergrundinformationen während des Aufbaus dieser Ausstellung noch liefern. Vielleicht ganz kurz für die, die noch nie im Kunstgewerbemuseum waren, das soll ja auch passieren. Das Kunstgewerbemuseum ist hier in Schloss Pillnitz seit Anfang der 60er Jahre, wie gesagt, in den beiden wunderschönen Palais. Unsere Sammlung umfasst über 60.000 Objekte, die sich vom Mittelalter bis in die Gegenwart mit Fragen der Gestaltung beschäftigen. Das Kunstgewerbemuseum ist im Zuge der Gewerbereformbewegung im 19. Jahrhundert entstanden, war ursprünglich vor allen Dingen eine Studienvorbildersammlung, wo Gestalter, Handwerker, aber eben auch Produzenten und das Publikum geschmacksbildend vermittelt und weiterentwickelt werden sollten. Meistens zusammen in Verbindung mit der Kunstgewerbeschule. Auch hier das Kunstgewerbemuseum hatte eine Schule, die allerdings diese Institutionen haben sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts getrennt, und das Kunstgewerbemuseum hat sich in seiner weiteren Entwicklung dann eben nicht mehr mit dieser Ausbildung und Lehrtätigkeit beschäftigt, sehr stark einer musealen Konzeption, vor allen Dingen eben auch der Repräsentation von Gestaltung über die Jahrhunderte hinweg beschäftigt, das heißt viele Stilepochen, und wir können also hier 500 Jahre Gestaltung repräsentieren. Aktuell befassen wir uns natürlich auch mit zeitgenössischen Fragestellungen. Eines unserer wichtigen Themen ist eben auch die Aufarbeitung oder die genaue Betrachtung der Designkultur der Nachkriegsgeschichte, besonders eben in Ostdeutschland, der DDR. Und unter diesem Aspekt zeigen wir auch die aktuelle oder die kommende Ausstellung Christa Petrov-Bohne, eine ganz wichtige Figur, eine Ikone dieser Zeit, die vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt sind, obwohl Sie den Namen vielleicht nicht kennen, aber schon mit Objekten von ihr entweder am Tisch gegessen haben oder in einem Restaurant, oder vielleicht haben Sie auch die Objekte schon irgendwo auf einem Flohmarkt gesehen. Wir möchten Ihnen mit dieser Ausstellung diese Designerin, die eben eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit war, nicht nur als Designerin, sondern eben auch als Lehrende. Sie hat 40 Jahre an der Hochschule in Berlin-Weißensee unterrichtet und hat Generationen an Designerinnen und Designern in der DDR bis 2000 ausgebildet und damit maßgeblich, nicht zuletzt auch durch ihre Gestaltungslehre, die Formensprache und die Formgestaltung entwickelt. Christa Petrov-Bohne, und das ist für uns ein ganz großes Anliegen, ist natürlich auch eine Figur, die wir über Deutschland hinaus bekannt machen wollen. Ich glaube, eine Verortung im europäischen Kontext, das sehen wir eben auch ganz wesentlich als unsere Aufgabe. Diese Ausstellung hat auch ein Drehbuch, ein Buch Schönheit der Form, hat denselben Titel wie die Ausstellung. Ich halte es hier nochmal in die Kamera. Die Autoren, die Silke Iden-Rothkirch und Jörg Petruschat, gemeinsam mit Angelika Petruschat,
sind die Autoren dieses Buches. Dieses Buch, an dem wurde seit 2004 gearbeitet. Leider ist Angelika Petruschat in diesem Prozess auch verstorben. Ihr Mann Jörg hat dieses Projekt fortgesetzt und mit Silke Iden-Rothschild Rothkirch eben fertiggestellt. Das Buch ist für uns ein ganz wichtiges Dokument und hat in der Konzeption der Ausstellung sehr geholfen, die Objekte, aber eben auch neue Informationen, die Details an das Tageslicht zu führen. Die Autoren haben gemeinsam mit unserer Kuratorin Klara Nemitschkova diese Ausstellung kuratiert und ich möchte auch das Wort an Klara Nemitschkova übergeben, die jetzt über Ausschnitte und Highlights der Ausstellung berichtet. Ja. Vielen Dank auch. Ich freue mich sehr, dass wir die Ausstellung eröffnen können, doch in diesen schwierigen Zeiten etwas verspätet. Und freue mich sehr, dass wir Christa Petruch-Bohne mit einigen konkreten Arbeiten vorstellen können. Hier dieser erste Raum funktioniert auf einer sehr emotionalen Ebene. Auch wir wollen hier dem Titel auch gerecht werden, Schönheit der Form, und stellen Christa Petruch-Bohne mit drei Komplexen vor, die für ihr Schaffen eben sehr prägend war oder die wir als die wichtigsten ansehen. Sie werden sicherlich, davon hat Thomas Geisler vorhin gesprochen, oder sicherlich vielleicht einige der Werke von Christa Petruch-Bohne schon kennen. Zu den ikonischsten gehören sowohl der Eiskaffeebecher als auch der Eisbecher für die Auer Besteck- und Silberwarenwerke, eben in Aue, in verkürzt ABS genannt. Und das ist das Gastronomiegeschirr sozusagen der 60er, 70er und man kann sagen auch 80er Jahre. Denn das Besondere ist, Christa Petruch-Bohne hat 1956 bereits die erste Arbeit für ABS entworfen. Das war ein Besteck und ab 1959 bis 1964 eben das Gastronomiegeschirr. Und dieses wurde bis 1990 produziert, also so eine Art Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gehört natürlich auch hier zu dem Thema. Dazu werden wir später zu einem späteren Zeitpunkt noch zurückkommen zu dem Edelstahlgeschirr. Jetzt würde ich gerne einen weiteren Segment aus Christa Petruch-Bohnes Schaffen vorstellen. Sie ist ja ausgebildet vor allem im keramischen Bereich, also als Keramemalerin, und hat sich Zeit ihres Lebens eben auch der Porzellangestaltung, der Keramikgestaltung eben gewidmet. Und wir haben hier eine sehr schöne Vase, die noch aus ihrer Zeit der Aspirantur stammt. Sie hat eine Reihe von sehr schlichten Vasen entworfen, 1957, die auf einer Ausstellung in Berlin ausgestellt wurden, die Kunsthochschule Weißensee damals veranstaltet hat in der Berlin-Friedrichstraße. Und diese Vase entspricht sozusagen eher einer sehr sachlichen, funktionalen Gestaltung, die nicht unbedingt mit dem zusammenhing, was in dieser Zeit in der DDR sozusagen vorgegeben wurde von der politischen Ebene. Aber die sogenannte Funktionalismusdebatte scheint an Christa Petruch-Bohne etwas vorbeigegangen zu sein. Sie hat sich immer wieder an die Formgestaltung für die Industrie gehalten, an die Funktionalität, Sachlichkeit, Schönheit der Form. Das waren ihre Maxime. Und vielleicht also zu dieser Ausstellung noch, die werden wir auch in einem der Ausstellungsräume hier besprechen. Und diese ist aber noch nicht fertig. Das heißt, nochmal eine Einladung auch von mir, wiederzukommen und sich die Ausstellung live anzusehen. Aber ein paar Zitate aus dem Gästebuch und aus der Tageszeitung, die als Reaktion auf die Entwürfe von Christa Petruch-Bohne kam. Das war zum Beispiel: endlich mal Blumen drin statt Blumen drauf.
oder bitte produzieren, wir leben im Jetzt und nicht in der Zukunft oder großartig, wann und wo bekommt man solche Vasen zu kaufen. Also ganz schön, dass diese Ausstellung auch ein Reflex oder eine Diskussion um Formgestaltung genau erzeugt hat. An dieser Stelle noch einige weitere Entwürfe aus der späteren Zeit hier. Vielleicht ganz spannend, ein Unikat oder ein sehr besonderes Stück ist der Entwurf einer Teekanne in einem Stück gegossen, außer dem Deckel natürlich, für die Rosenthal AG. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn 1988, also noch vor der Wende quasi, kam Philipp Rosenthal auf Martin Kelm zu, den Leiter des Instituts für industrielle Formgestaltung, und hat ihn gebeten, ihm einen Gestalter aus der DDR zu empfehlen, denn er wollte in sein Portfolio quasi auch einen Entwurf eines DDR-Gestalters. Martin Kelm hat dann Christa Petrov-Bohne empfohlen. So, ein weiteres wichtiges Segment quasi im Schaffen von Christa Petrov-Bohne ist die Lehre. Also es sind über 40 Jahre war sie in der Lehre tätig. Vor allem hat sie ab 1959 die Grundlagen für visuell gestalterische Grundlagen für Industriedesigner übernommen. Und einige davon haben sich dankenswerter, obwohl sie sehr fragil sind, dazu werden Sie gleich noch mal etwas hören, haben sich erhalten, zum einen in der Sammlung von Christa Petrov-Bohne und zum anderen bei der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es sind alles, was Sie hier sehen, sind studentische Arbeiten, also Arbeiten von Studierenden. Vielleicht erzählt unsere Restauratorin Bodil Unkel noch etwas zu der Fragilität der Objekte. Genau, ein paar Gedanken aus der Restaurierung. Als wir angefangen haben, diese Ausstellung vorzubereiten, war direkt klar, dass die Prävention viel wichtiger ist als praktische Restaurierung. Die ganzen Gipsobjekte haben eine unheimliche weiche Materialoberfläche. Dadurch bilden sich Kratzer und Macken ganz schnell ab. Das Material ist sehr porös und alle Schmutzablagerungen oder wenn man nicht mit exakt sauberen Händen arbeitet, das geht alles sehr tief in die Poren und lässt sich dann nicht mehr entfernen, weil eine konstante Reinigung eigentlich dazu führt, dass sich die Oberfläche verdichten würde und einen ganz anderen Glanzgrad entwickeln würde. Wir haben das Problem, dass die Kanten sehr fein ausgearbeitet sind und durch die einfache Abstellung auf dem Vitrinenboden oder dem Podestboden fängt es an zu bröckeln. Und ich bin total froh, dass wir mit einem super Montageteam arbeiten, die individuell uns geholfen haben, Gefahrenzonen im Ausstellungsdesign zu erkennen und zu minimieren. Wir mussten für viele individuelle Montagen entwickeln und kreieren. Das ist keine eine Idee für alle Objekte, das funktioniert überhaupt nicht. Also wenn man überlegt, dass die Hohen auf dem Ständer umkippen könnten, die mit den feinen Rändern, die sind zu leicht zu bestoßen, die runden Kugeln weg, und so war für jedes Objekt eigentlich eine andere Montage notwendig. Ja. Genau, also das wurde jetzt natürlich deutlich, dass, was die Materialität hier ausmacht, also das alles, das hat Bodil Unkel gesagt, was Sie hier sehen, ist, dabei handelt es sich um Gips, also es ist handwerklich hergestellt in diesem Grundlagenunterricht, dem sehr, sehr viel Zeit bis also in den 50er, 60er Jahren gewidmet wurde. Aber Christa Petrov-Bohne hat eben bis 2001 Keramik, also die Abteilung Keramik geleitet an der Kunsthochschule Weißensee und auch eben diese visuell gestalterischen Grundlagen unterrichtet. Was
ganz schön ist in dieser Zeit, dass wir zurückschauen und uns vergegenwärtigen, dass sowohl in Ostdeutschland als auch Westdeutschland die visuell gestalterischen Grundlagen in den 50er Jahren zu dem wichtigen Curriculum der Kunsthochschulen oder auch Werkkunstschulen gehörten. Genau, hier haben wir Beispiele eben aus Weißensee. Alle, das wollte ich noch zu dem handwerklichen Aspekt sagen, alle sind aus einem Block Gips sozusagen, alle Studierenden haben sich einen Block Gips gegossen selbstständig und haben diese Form sozusagen aus diesem Gipsblock herausgearbeitet durch Sägen, Schleifen, und Sie können sich vorstellen, wenn Sie die Objekte in Nahaufnahme gesehen haben, in stundenlanger Arbeit, was man sich heutzutage vielleicht nicht mehr so gut vorstellen kann. Genau, dann würden wir jetzt weitergehen zum Leben von Christa Petrov Bohne. Genau. Wir haben hier im zweiten Raum der Ausstellung, geht es sozusagen um das Leben für die Formgestaltung. Und das Besondere, was wir hier versucht haben darzustellen an diesem L-förmigen Element, sind die Netzwerke, in denen sich Christa Petrov Bohne bewegt hat. Sie ist 1934 in Colditz in Sachsen geboren und hat bereits 1948 angefangen, eine Lehre zu machen, also eine gestalterische Lehre als Keramikmalerin im Werk, quasi ihre Geburtsstadt in der Steingutfabrik Colditz, wurde dann empfohlen für ein Studium der Formgestaltung an die damalige Hochschule für bildende Künste in Dresden. Bereits 1951 durfte sie dort studieren, obwohl sie noch nicht volljährig war. Und hier traf sie auf einen ganz speziellen Kontext der frühen Nachkriegsindustriegestaltung. Mats Damm hat an der Hochschule für bildende Künste in Dresden einen Studiengang für Industriedesigner aufgebaut. Sie hat ihn nicht mehr erlebt, leider, aber natürlich, denn er war 1950, ist Mats Damm nach Berlin gegangen, an die Kunsthochschule Weißensee. Aber hat natürlich das, was er dort sich vorgestellt hat, mitgenommen und hat unter vielen ehemaligen Bauhäuslern zum Beispiel gelernt. Wir haben hier eine Schriftübung, die Christa Petrov Bohne unter Hajo Rose gemacht hat, ausgestellt, und einige frühe Arbeiten aus dieser Hochschulzeit. 1953 wurde dieser Studiengang in Dresden geschlossen. Und die Formgestalter mussten nach Berlin-Weißensee wechseln, und das tat auch Christa Petrov Bohne und studierte dort von 1953 bis 1955. Ihr Studium in Berlin absolvierte sie weiter unter Rudi Högner, der ebenfalls von Dresden nach Berlin gewechselt ist und unter anderem prägenden Persönlichkeiten wie Rudolf Kaiser oder Wolfgang Henze, die eine wichtige Rolle für ihre Ausbildung gespielt haben. 1955 schließt sie ab, und das ist so prägend für Christa Petrov Bohnes weiteres Schaffen, mit einem Service, was sofort in die industrielle Produktion übergeht und von dem dann 60.000 Stück quasi hergestellt werden. Es wird hergestellt im Steingutwerk Torgau und wird genannt ganz kurz und knapp Christa. Also ein erster Erfolg unmittelbar nach dem Abschluss des Studiums.
Weiterhin hat Christa Petruff-Bohne dann an der Kunsthochschule Weißensee gewirkt und sie bekam eine Anstellung im Institut für angewandte Kunst in Berlin, sehr kurz, aber auch hier hat sie wichtige Erfahrungen gesammelt, hat an einigen Arbeiten mitgearbeitet und wird dann 1956 von Albert Buske, also von ihrem Kollegen vom Amt für Industrielle Institut für angewandte Kunst, Entschuldigung, wird sie an die Firma ABS eben empfohlen. Dazu hatten wir vorhin schon ein paar Worte gesagt und arbeitet hier eben eine sehr lange Zeit, also zwischen 1956 bis 1963. Weiterhin ist sie in der Lehre, parallel dazu ist sie in der Lehre tätig und unterrichtet eben über 40 Jahre Generationen von Gestaltern und Gestalterinnen, übernimmt von Rudi Högner sehr früh eben die Grundlagenlehre an der Kunsthochschule Weißensee, engagiert sich aber weiterhin noch in anderen Projekten und bekommt dann 1979 eine Professur und vereint sozusagen in ihrer Person auch mehrere Gebiete. Also sie wirkt im Bereich industrielle Formgestaltung, leitet eben die gestalterischen Grundlagen und ist verantwortlich, also ist Leiterin der Abteilung Keramik. Genau, 1984 bekommt sie auch den Designpreis der DDR. Bereits 1961 hat sie die Goldmedaille für hervorragende Formgebung des Ministeriums für Kultur der DDR bekommen und wirkt dann weiter bis 2001 an der Kunsthochschule Weißensee. Und das Spannende ist, was wir hier zum Schluss noch sehen oder was wir sehr spannend finden, sie ist eine der Gestalterinnen, die sehr früh auch rezipiert werden mit einigen Ausstellungen in Berlin und im Porzellanikon in Selb zum Beispiel. Ja, dann würden wir noch mal zuletzt auf ein paar konkrete Objekte eingehen, vielleicht auch gemeinsam, wo man einiges, also immer wieder betont Christa Petruff-Bohne die Funktionalität der Objekte, also die Schönheit primär, aber auch die Funktionalität der Objekte. Und wir können an einigen das hier auch zeigen. Wir haben den wunderbaren Sektkühler von Christa Petruff-Bohne zum Beispiel hier. Und auch das könnt ihr hier auf Fotos in unserer Ausstellung sehen, wie sie sich das vorgestellt hat, dass sozusagen dem Kellner, also dass der Kellner nicht einfach nur eine Stelle hat, wo er den Sektkühler anfassen kann, sondern in der Schnelligkeit der Arbeit kann er einfach zugreifen an egal welcher Stelle. Wir benutzen hier an dieser Stelle Handschuhe, weil es natürlich sich um ein Material für den Gebrauch handelt, aber dennoch auch ein sensibles Material, denke ich. Magst du dazu, Podil, was sagen? Oder zu dem Umgang mit dem Material, wie wir damit in der Ausstellung umgehen? Ja, also im Gegensatz zu den Gipsen hatten wir hier eine ganz andere Problematik. Gerade weil es Nutzungsgegenstände waren, hat man die Nutzung auf den Oberflächen gesehen. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass die Oberflächenbeschaffenheit, und es ist eigentlich ein bisschen komplexer, als es auf den ersten Blick wirkt, gar nicht mehr so erkenntlich ist für den Betrachter, wenn der Zustand der einzelnen Objekte sehr unterschiedlich ist. Wir haben einen gewissen Polierduktus und einen gewissen Oberflächenglanzgrad und wir hatten noch Fingerabdrücke, die Schmutz- und Fettrückstände, und das hat das alles sehr abgedeckt. Und da haben wir uns entschieden, dann doch aktiv zu restaurieren, und wir haben das gereinigt mit einem Gemisch aus Ethanol und Wasser und ein bisschen Kreide. Die Kreide ist schon abrasiv, aber wesentlich weicher als das Metall, sodass der eigentliche Strich vom Polieren nicht beschädigt wurde. Und wir hoffen,
dass es so für den Besucher auch einfacher ist, jetzt zu erkennen, wie die eigentlich wirken sollen. Ja, vielleicht noch ein Stück, das ich ganz besonders finde, da können Sie mal raten, was es ist, vielleicht kommen Sie auch drauf, es ist an und für sich kein Objekt, mit dem Sie selber so sehr in Berührung kommen als Gast in der Gastronomie, sondern das ist eine Suppenkelle zum Ausschenken der Suppe, da fliegt jetzt gleich die Objektnummer raus, wo eben der Ober, die Serviererin eben dann die Suppe in die Suppenschale rührt. Das ist ein Objekt, das irgendwie auch keine Richtung hat, einfach aus dem bewussten Grund, dass die Situation, wie um den Gast herum hantiert wird, immer eine Flexibilität mit diesem Objekt berücksichtigen muss. Christa Petrov-Bohne war immer sehr bedacht, sowohl im Prozess, wie die Dinge entstehen. Das heißt, sie hat eng natürlich zusammengearbeitet mit den Ingenieuren, Technikern, eben hier in dem Fall bei ABS. Aber eben, nachdem sie sehr viel für die Gastronomie gearbeitet hat, ein Ort, wo es unglaublich um Schnelligkeit, um Effizienz geht, wo sie sich diese Dinge abgeschaut haben, wie diese Objekte auch tatsächlich in Verwendung sind. Das kann man vielleicht diese Schnelligkeit und diese Flexibilität oder vor allem die Schnelligkeit kann man auch an dem sozusagen an dem Mokka-Kännchen zum Beispiel, was vielleicht auch viele kennen werden bereits, zeigen. Also der Handgriff ist natürlich sehr groß, also man kann sofort hineingreifen. Man kann auch durch ein Schwenken kann man das Kännchen öffnen und wenn der Kaffee quasi hier eingefüllt ist, das sagt der Christa Petrov-Bohne selbst, reicht sozusagen ein Drücken und der Deckel fällt zu. Was an dieser Stelle noch ganz schön ist zu sehen, dass auch Christa Petrov-Bohne nicht gewappnet war gegen die Veränderung ihrer Form aus produktionstechnischen Gründen. Das sieht man sehr schön an diesen beiden Kannen. Also diese ist der schöne geschlossene Entwurf von Christa Petrov-Bohne, so wie sie sich ihn vorgestellt hat, so wie er aber leider nur ein bis zwei Jahre in der Produktion blieb. Und hier sieht man auch diese sehr schöne Form sozusagen, die Tülle hier bildet. Das wurde dann quasi etwas vereinfacht, könnte man sagen, damit es produktionstechnisch und seriell kostengünstiger herstellbar ist. Es wurde so eine Art Rand quasi am Deckel herausgebildet, den Christa Petrov-Bohne immer noch schade findet, dass es den gibt. Genau, wir können vielleicht noch was oder? Haben wir noch? Genau. Ganz schön ist, dass Christa Petrov-Bohne sich in dieser Zeit, und das ist ganz wichtig, uns zu zeigen, auch an internationalen Formen quasi orientiert oder das, was sie entwirft, quasi nicht vollkommen abseits der Entwicklung im Design steht. In den 1950er Jahren entwirft Wilhelm Wagenfeld, also das ist eine Gemüseschale von Wilhelm Wagenfeld für WMF, also für die Württembergische Metallwarenfabrik, ebenfalls ein Edelstahlgeschirr. Christa Petrov-Bohne ist sehr eigenständig mit ihren Formen für ABS. Aber es gibt eine Gemüseschale sozusagen, die die Funktionalität von Wilhelm Wagenfeld aufgreift, also diese Idee von Deckel und Schale sozusagen. Und der Deckel kann ebenfalls auch als eine Art Beilagenschale verwendet werden. Das, was Christa Petrov-Bohne aber macht, das sehen wir hier ganz schön. Sie schafft eine wahnsinnig elegante, sehr geschlossene Form, also quasi nochmal eine Weiterentwicklung der Form, die sie womöglich gekannt hat. Wir wissen es nicht genau, aber interessant ist, und das erfahren Sie auch bei uns in der Ausstellung, dass Wilhelm Wagenfeld Christa Petrov-Bohne gerne als Mitarbeiterin bei sich gehabt hätte, aber Christa Petrov-Bohne hatte in Berlin und an anderen Orten
genau, sich für die Arbeit entschieden. Ich übergebe nochmal das Wort zum... Also, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Ausstellung Christa Petra Bruni, Schönheit der Form im Kunstgewerbemuseum zu besuchen, dann glaube ich, war das ein kleiner Einblick. Das ist natürlich auch nur ein kleiner Teil der gesamten Ausstellung, aber ich hoffe, wir konnten Ihnen Lust darauf machen, nach Pillnitz zu kommen, sich die Ausstellung anzusehen. Vielleicht haben Sie auch das eine oder andere Objekt oder Stück im Küchenschrank jetzt wiederentdeckt und wissen, von wem es gemacht worden ist. Die Präsentationen von Klara Nemetschkova haben, glaube ich, gezeigt, wie unglaublich zeitlos diese Entwürfe auch sind, wie modern sie damals für die Zukunft entwickelt worden sind und welche Strahlkraft sie heute auch noch haben. Ich glaube, das ist das Faszinierende an der Arbeit, sich auch an diesem Begriff der Schönheit so abzuarbeiten, nicht nur formal, sondern eben auch funktional. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst tatsächlich auch persönlich in der Ausstellung hier in Schloss Pillnitz im Kunstgewerbemuseum sehen könnten. Vielen Dank auch allen Leuten vor und hinter der Kamera.